So. Inwiefern? Also ich muss jetzt einfach irgendwas markieren, oder? Unbekannter Ort. Die Frage ist, ob ich das machen muss. Vielleicht sogar als Host. Weiß ich nicht, muss noch. Das ist eigentlich egal. Okay. Dann würde ich sagen, das hier vielleicht machen oder so. Oder machen wir nicht irgendwie eine Haupt. Wie wären die Hauptmissionen? Wir sollten Informationen suchen. Ja, das ist jetzt die nächste Mission quasi. Wahrscheinlich hier am besten, oder? Oder warte mal. In Cortani. Cortani, ja, da war das. Das habe ich jetzt als nächstes markiert. Ich auch. Okay, dann machen wir das doch. Ah, wir sehen, was Sache ist da. Gut. Dann starten wir mal. Es fehlt noch, genau. Das fehlt noch. Na, dann machen wir uns mal mit Sumitsu auf den Weg. Schaltet neue Einsätze in der Provinz frei. Ah, wir müssen diese Aufklärungsdinger machen, auf jeden Fall, diese Ausrufezeichen. Okay, aber machen wir es mal nach und nach, würde ich sagen. Ja, halt diese Missionen, wo du auch Fähigkeitspunkte oder Fertigkeitspunkte kriegst, die sind halt auch wichtig, damit du dich halt skillen kannst, ne? Ja, klar. Ja, wir nehmen einfach alles mit. Ich habe jetzt gerade auch im Video gesagt, sie brauchen Informationen, wo die beiden sind, dieser Yuri und der andere da. Hm. Ein Anruf. So, jetzt hier rechts, ja, an das Dorf. Ja, pass auf, links könnten Feinde sein. Da ist irgendwas Violettes gerade. Die sind ein bisschen stärker, die Gegner. Ja, anhalten erstmal, oder was? Würde ich sagen, ja. Level 3. Ich sehe jetzt nur nicht, wo wir hin müssen. Na, hier vorne ist ein I für Informationen. Ist bestimmt so ein Lieutenant oder so. Das finde ich schade, dass dass ich das jetzt nicht mehr sehe, weil ich das in meinem Spiel schon gespielt habe, weil das ist total doof, ne? Ja. Irgendwie. Warte mal. Ich bin gerade in meinem Fähigkeitsdings. Erstmal die beiden Lilanen ausschalten oder wie machen wir das jetzt? Ja, würde ich sagen, oder? Katari braucht den Konvoi und wir geben ihm was. Bereit? Welchen nimmst du denn? Desto mehr können wir im Gegenzug verlangen. Ich glaube den vorderen, wenn ich das richtig sehe. Also den linken, ja, können wir machen. Ja. Ich wäre soweit. Ja, 3, 2, 1. Jo. Er ist tot. Oh, da war noch einer hinter. Ich habe Zivilist getötet, steht bei mir. Wie kann das sein? Ja, da ist sowas zu ver. Scheiße. Jetzt kommt die Patrouille. Das seid ihr auch gut. Ja, ist gut. Passt. Wir sind aber haben ein Problem. Kriegen einen Besuch. Ja, dann bereiten wir uns darauf vor. Ja. Ach, das sind diese Polizisten. Ja, ja. Ja, da kommt nämlich ein Auto. Ja, die Polizei ist das. Also diese. Oh, was mach ich? Bolivien-Polizei. Habt ihr eine Idee? Gerne. Moment. Macht er das jetzt oder macht das nicht? Da kommt ein Jeep angefahren. Ja, das sind die. Ich habe tatsächlich die gleiche Idee gehabt. Der Informationsdienst rennt weg. Schnell hinrennen. Ja, bin unterwegs sogar. Ich sehe nichts. Ja, Markus flüchtet. Ich renne euch mal hinterher. Ja. Haben Sie was über Kartell oder Sicarios gehört? Ach jetzt, das ist hier so ein Typ, der kann entweder Fertigkeitspunkte finden, Nachschubbefehle finden oder Rebellenoperationen finden. Was soll man machen? Ich würde sagen Operationen. Ich bin immer für die Fertigkeitspunkte, weil dann kannst du dich halt direkt skillen, ne? Ja, dann immer die Fertigkeitspunkte. Mach was. Hast du meins. Okay, der hat mir jetzt Infos auf der Karte für Fertigkeitsdinger gezeigt. Ja, alles gut, genau. So, in der Nähe ist das hier. Direkt hier die Straße runter sozusagen.
Okay. Der unbekannte Ort, oder was? Ja. Okay. Auch sehr geil, ein Special-Trupp, das nicht schaffen, zu viert die Treppe runterzugehen. Ja, was? Wer braucht das schon? Gut, aber hier geht da gerade durch. Wollen wir da zu Fuß hingehen, oder? Die Frage ist, wie weit ist das? Ist wirklich nicht weit. Das ist, wenn du übrigens das Touchpad drückst, hast du die Karte, ne? Ja, ich sehe gerade 415 Meter oder was. Das ist wirklich nicht weit. Ja, dann gehen wir zu Fuß. Finden wir bestimmt da auch wieder ein Auto oder so. Auch nur, falls ziehst du einen aus dem, ne? Aus der Karre. GTA-Style. Standardmäßig halt, ne? Wie man das im wahren Leben auch so tut. Bitte was? Na, was denken hier, was Kev den ganzen Tag bei sich zu Hause treibt in seiner Stadt? Sicherlich nicht die Leute raus aus dem Ort zu ziehen. Ach, momentan ist Ausnahmezustand, da darf man das. Naja. Pass auf, da könnten Gegner sein auf der rechten Seite. Oben auf dem Turm ist einer. Ja, da wird ein Scharfschütze sein. Wer hat denn jetzt als erstes geschossen? Ich. Vielleicht beim nächsten Mal erstmal absprechen, ob wir schießen oder was wir machen. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, Kommunikation ist das Wichtigste. Ja, das habe ich jetzt wieder mal verkackt. Warte auf Wiederbelebung. Hey, Standard. Ich kenne mich doch, wenn ich hier rumstehe. Weil hier sind übrigens auch noch mindestens ein Feind. Den habe ich aber auch nicht gesehen. In dem Haus ist da einer. Da oben auf dem Turm ist halt eine Scharfschütze, ne? Den wollte ich holen in dem Moment. Ich hatte okay gedacht, das ist vielleicht nur der eine. Jetzt muss ich auch wieder belebt werden. Moment. Mal eben den Scharfschützen Danke. Hier. Ich wollte gerade Kev helfen. Alles gut, mir wurde geholfen. Ja, da war nämlich noch einer im Schuppen da drin. Der steht immer noch, der Scharfschütze. Jetzt nicht mehr. Ja, sehr geil. Und rechts ist noch einer. Rechts ist aber einer. Auch noch einer. Ja. Der rennt jetzt ganz runter. Rennt runter. Ich gehe mal ein bisschen, flankiere den mal ein bisschen von außen auf der linken Seite. Ich gehe rechts rum. Obwohl hier über den Stacheldrahtzaun ist das ein bisschen schlecht. Ja, aber das kostet. Scheiße, den muss ich nachladen. Der geht wieder hoch. Er sieht das Haus. Ja, lass mal hochgehen. Jetzt ist er tot. Deswegen gerade, wenn du so wirklich 3-4 Gegner hast, da kann man sich immer gut aufteilen. Ja. Ja, deswegen habe ich ja gerade gesagt, vielleicht nicht mehr so hektisch. Ja, das war, muss ich dran denken, das war mein Halt. Weil so. Du kannst immer davon ausgehen, wenn du solche Türme hast, da sind immer Scharfschützen drin, immer. Okay. So, hier ist ein Fertigkeitspunkt in dem Haus. Nehmen wir mit. So. Ist da auch zufällig eine Munitionskiste? Die war weiter vorne, oder nicht? Oder links am Haus ist da eine, oder nicht? Itaku-Erkundung. Nein, ja. Ja, hinterm Haus müsste, glaube ich, eine. Ist eine Munitionskiste. Also hier, wo ich jetzt stehe. Ja. Ah, hier. Jetzt guck mal. Weil habe ich ja ein Scharfschützengewehr. Da kannst du deine Ausrüstung ein bisschen ändern. Mhm. So, dann haben wir das auch soweit. Ah, nee, du bist ja. Ja, das war einfach nur Zufall jetzt gerade, das Haugebäude. Bleiben zu dem unbekannten Ort. Nein. Ich muss da rein. Fehlt noch jemand? Ja. Ich bin gerade noch in meinen in der Ausrüstung drin. Mhm. Ich dachte mir nur gerade, dieses Auto kann ich hier nicht einfach so stehen lassen. Das ist viel zu schick. Ich finde es vor allem auch saugeil, ja. Wir ballern jetzt quer über die Straße und die Zivilisten, ach naja, lass die ballern, ich fahr weiter. Genau so ist es. Ich habe kein Scharfschützengewehr. Schade. Ja, ich habe mich da nicht drauf spezialisiert, mein bester Freund ist bei uns der Scharfschütze. Ich würde ja eigentlich gerne Scharfschütze machen. Dann mach das so. Gerne. Ich bleib gerne bei Sturmsoldat. Ich bin die rangeht und Dirk ist immer derjenige, der. Ja. Dann werde ich mich auf Scharfschütze konzentrieren. Ja, machen wir das so.
Oh, da hinten kommen rote Zeichen. Ja, die stehen eher links. Da sind zwei auf der rechten Seite und dahinter ist wahrscheinlich auch der Turm wieder einer besetzt. Die halten aber auch nicht wirklich an, ne? Die warum auch? Ja, Kev, ich weiß ja nicht, wie du Auto fährst, aber wenn ich ein Auto auf mich zukommen sehe, halte ich normalerweise an. Naja. Oder versucht zumindest auszuweichen. Eins von beiden hat alle verjagt. So, also links ist ein Dokument, was ich gerne mal holen würde. Ja, deswegen habe ich das ja auch markiert hier, weil wir suchen ja jetzt gerade was. Schalldämpfer. In dem Gebäude, da müsste es wahrscheinlich sein. Haben mal eine Frage an die Spielerin, die das schon länger spielt. Haben die Schalldämpfer hier eine Abnutzungserscheinung oder halten die einfach ewiglich? Die bleiben, wie sie sind. Okay, gut. Gibt's nämlich auch. Es gibt Spiele, wo die Dinger dann einfach irgendwann weg sind. Also da kommt ein Treibstoff-LKW auf der Straße mit 5000 Treibstoff. Den müssen wir wahrscheinlich anhalten. Überfallen oder was? Ja, müssen wir wahrscheinlich anhalten und kapern. Fahrer schießen oder so. Na dann ab zum Auto und. Kannst du die markieren? Ah, hab da, ich. Jetzt kann ich beitreten, okay. Jetzt geht's. Wer weiß, wofür das immer noch gut ist. Warte mal, also Far Cry ist das immer ganz gut. Also New Dawn und sowas eigentlich richtig gut. Ja, dieses Schlachtschiff muss man erstmal gedreht haben. Das ist wie früher, so, ne, das ist wie früher der Ford Taunus vom Opa. So. Na, Feinde? Einfach weiterfahren, nicht schießen, nicht rausgucken. Habe ich gar nicht gerade gemacht, alles gut. Also. Manchmal schon. Der driftet aber ganz schön. Warte mal, der vorne ist hier. Ja, keine Ahnung, ob wir dran vorbeifahren und gucken. Ja, naja, Vorsicht, der hat eine Jeep da vorne. Ja, nicht nur der. Oh. Die werden weiterfahren, ne? Ja, klar. Ich hab den Kopf von Kevin im Gesicht. Das ist Nachteil. Also den Typen habe ich aus dem Jeep geschossen, der ja oben an dem MG war. Ich glaube, unser Auto ist nicht mehr ganz so taufrisch. Nee, das Blöde an der Sache ist, wir müssen irgendwie an den Fahrer von dem LKW ran. Kannst du da dran vorbei? Ja, ich wollte nur erstmal, dass ihr die abschießt, die auf uns ballern. Vielleicht einer mal auf den LKW-Fahrer konzentrieren? Ja, ich bin schon dabei. Ah, der steckt aus. Der musste. Oh, Alter. Jetzt bin ich gerade überfahren worden. Vorsicht. Scheiße. Ich stecke nur aus dem Auto rausgekommen. Ich wurde auch überfahren. Liebt überhaupt noch irgendwer? Danke. Wunderbar. Hier liegt ja alle, wo sie. Ja, das Auto ist explodiert. Vorsicht, links von dir, da rechts von dir ist auch noch einer. Ich weiß gar nicht, wer das von euch jetzt ist. Ah, Sabrina. Ich bin's, ja. Scheiße. Ach, das hat ja wunderbar geklappt, diesen Überfall. Ja, aber irgendeiner lebt doch noch. Wer lebt denn noch? Das. Ja, dann sieh mal, so ist nur noch der eine hier hinterm Auto. Bleib locker. Auch wenn die Zeit abläuft, das macht nichts. Ja, im Auto ist auch noch einer, hinten drin. Der hinterm Auto. Da steht hinterm Auto. Also ich habe noch 16 Sekunden oder so. Dann bin ich auch wieder dabei. Wir müssen aufpassen, dass der LKW nicht hochgeht. Nee, es gibt noch sogar zwei Stück, ey. Sehr schön. Bin jetzt wieder gleich da. 2, 1. Bei dem sie abgesetzt werden wollen. Warte mal, was kann ich jetzt machen? Verdammt, das war knapp. Granate fliegt.
Gottverdammt. Der Typ ist tot? Nee, ist er nicht. So, weiter geht's. Da sind wir. Ja, irgendwo ist doch noch einer. Hab ihn. Alles gut. Willkommen im Narco-Paradies. Aqua Verde war mal ein Nationalpark, aber jetzt ist es nur noch Santa Blanca Spielplatz für VIPs. So, also den LKW müssen wir wahrscheinlich irgendwo hinbringen, oder nicht? Nee, haben wir ihn. Ah, perfekt. Okay, kann ich wieder aussteigen, ja? Ja. Gut. Sehr gut. Aber mehr oder weniger hat sich das jetzt im Video lohnt. Funktioniert so, erst mal ein bisschen aufwerten jetzt. Ja. Mache ich das eigentlich? Wo war dir das Menü dafür? Mit Touchpad. Genau, dann kannst du mit R und L einschalten. Ah, da oben, ich sehe es. Ja, ja. Okay. Ah, es wird dunkel. Ich lasse mal die Videos vorbei hier. Javier Coronel Vallardo ist zu lang. Lass mal eben die Autos vorbei. Seine reichen Freunde. Carcita, er ist ein Mappy, ein mexikanischer Preppy oder ein Prepsikaner. Sein größter Erfolg war der Sieg in der Spermalotterie. Bitte was? Gonzalo Coronel Vallardo ist Milliardär. Und sein Papi gibt Söhnchen alles. Genau. Geld, Autos, Ausbildung, BA in Harvard, Business MBA in Wharton, Dr. Phil in Oxford, um sich etwas Feinschliff anzueignen und gute englische Kleidung. Wie fahren die denn nicht weiter jetzt hier? Jetzt darf er sein eigenes Resort leiten. Das war mal ein Nationalpark, aber jetzt wurde eine exklusive Ferienanlage daraus. Hier tut Carcita, was er am besten kann. Verbindungen herstellen. Zwischen Santa Blanca und jedem, der jemand ist. Manager, Politiker, Richter, Partylöwen, sogar Promis. Wo seid Sie ihr? Wissen, wer das ist, oder? Komm, Video. Kleiner Tipp. Wir stehen alle drumherum. Wegen irgendeiner rassistischen Aussage. Geht weiter. Bietet dem Kartell mehr als Geschäftsabschlüsse. Es ist ein beispielloser Grad der Korruption. Haben und wir hier noch ein einigermaßen intaktes Fahrzeug? Ohne Connections. Keine Bestimmt. Korruption. Der Jeep hier sieht doch noch ganz gut aus. So, ich habe mir gerade mal nur ein Video, Intro-Video angeguckt. Ich fahre. Ein bisschen eingedellt, aber ansonsten ist er noch ganz taufrisch. Oh. Ich hätte lieber so ein SUV genommen, aber die rauchen alle schon. Ich sitze hinten. Komisch, ne? Kofferraum hin. So, wohin? Ich bin Hilfe. Ziel. Ich bin entführt worden. Was? Theoretisch habe ich hier wichtige Aufklärungsdaten. Na dann dahin. Ich muss mal ganz kurz anhalten, nochmal ganz kurz. Oh, weil sind wir gleich da. Ach, das ist ja schon gleich hier vorne. Okay. Ich wollte mir nämlich den Weg markieren. Ja, warte mal, der Weg ist verkehrt. Aber bleib mal bitte hier stehen, du bist hier voll im Feindesgebiet, Markus. Ja, warte. Vielleicht sollten wir mal eine Drohne, nur mal eine Drohne drüber schicken, damit wir überhaupt mal einen Überblick haben, was wir gerade so vorzulaufen. Ja, also was war wirklich ganz gut ist, dass man wirklich so 200 Meter vorher Drohne steigt, Drohne fliegt. Anhält. Ich guck mal gerade, ob ich mir was markern kann. Wir haben hier ein paar Suchscheinwerfer. Ach so, genau. Hier gibt es jetzt zwar noch Symbole, da gibt es halt Scheinwerfer, die finden einen. Ne? Aha. Und es gibt irgendwo Generatoren. Wenn man die zerstört, dann gehen die Lichter aus. Ja, genau. Und wenn dann teilweise auch Sirenen oder sowas da sind oder auch Mörser. Ne? Die gehen dann auch nicht mehr. Genau. Der andere Typ ist Ramon Feliz, war ein ehrlicher Journalist, bis er unerklärlicherweise anfing, Blogs für das Kartell zu schreiben. Das Piepen wird wahrscheinlich deine Drohne sein. Ja, ist auch. Weil der Akku leer ist. Ja, also ich habe jetzt soweit, ich weiß nicht, wie weit... Ja, ihr seht auch mit, hoffentlich, was ich gemarkiert habe. Ja. Ein paar sind doch wahrscheinlich nur in den Häusern, deswegen... Ja. Die Frage ist, kann man die Scheinwerfer kaputt schießen? Die kannst du kaputt schießen, aber da brauchst du... Also, am sinnigsten wäre, den Generator zu finden. Ich werde gerade vor dem... kann ich ihn abdauen? Scheiße. Warte, wir haben gesehen vor dem einen da. Ich schicke mal eben die Drohne los und... Ach, der ist da drin in dem Gebäude, okay. Ja, ich suche nur mal eben den Generator. In dem Gebäude rechts, der könnte uns sehen.
wo die 1 steht. Weil wenn du jetzt auf die Lichter ballerst, dann musst du bei den Großen, da brauchst du halt viel Munition. Da ist der Generator. Ne, da sind die Gefangenen. Wo ist denn dieser Generator hin? Den einen habe ich. Lautlos vor allen Dingen. Dann mache ich den anderen hier, der hier gerade vor mir ist. Also kannst du ja rangehen. Und die versuchen niederzuschlagen. Warte mal, ich guck mal, ob meine Drohne wieder bereit ist. Danke, Markus. Sie wurde genickt worden. Sehr gut. Sie wollte ich mit gerade schnappen. So, ich versuche ich. Ich schleiche mich mal an den nächsten ran, ja? Aber der steht ganz schön nah an der Straße. Würde ich mir, glaube ich, doch lieber zweimal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich alle habe. Was knallt denn hier so? Hört ihr das auch? Wo sind noch alle? Hast das wissen wir auch nicht. Das meine ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, untersuchen. Ganz schön viele Gegner hier. Ja, das Böse ist, wenn ich den jetzt hier erledige, dann kriegen die anderen das mit. Infos entdeckt. Hier in dem Haus, weißt du? Könntest riskieren. Also ich schleiche mich lieber voran. Hier vorne in dem Haus, da sitzen 2 oder 3 Stück, da könnten wir uns aufteilen. Geradezu? Wie kann ich denn eigentlich die Schulter wechseln? So in der dritten Person? Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mit einem der beiden Sticks. Oder? Aber da muss noch einer sein, hinter uns. Nee. Nee, die Sticks sind es nicht. Die Sticks sind es nicht, ja. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. So. Also hier vor mir im Gebäude hocken 2 am Tisch. Ja, ja, genau, da stehe ich auch vor, ne? Ja. Ja. Ja, warte mal. An welchen kommt. Warte, da kommt einer hinterm Haus her. Warte. Ich guck mal, ob ich einen Generator finde. Hab ihn. Ja, er hat uns gesehen, das tut mir leid. Scheiße. Das tut mir leid. Aber die Maus habe ich alle erwischt. Aber der hätte dich gesehen. Im Haus habe ich erwischt. Kann man denn nochmal die Schulter wechseln? Es geht, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ah, ich glaube, die haben uns. Ah, da ist noch einer. Habe ich. Ich lasse mal die Gefangenen frei, dann helfen die uns. Jo. Ich wollte die gerade erschießen, ja. Vorsicht, der kommt hoch. Hab ihn. Kommt noch einer. Auch tot. Also die grünen Punkte auf der Karte, das sind die jetzt zu uns gehören. Ja, das ist gut. So, ich hacke mal den Computer. Was wollt ihr? Nachschubüberfälle finden, Ausrüstungskisten finden oder Rebellenoperationen? Such dir was Schönes aus. Richtig. In dem Haus ist Munition. Ich würde sagen, wir suchen mal nach Nachschub. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? Mit dem mal hier auch noch was. Nachschub markieren. Warte mal.